Dich werden sie sofort bemerken, Bennett. Sorge, ich habe alles unter Kontrolle. Hier lang. Opa hat was Wertvolles in den Blumenbeeten bei Arkham vergraben. Ich würde es ja ausgraben, aber da wimmelt es von gefährlichen Gau... Okay, finden wir raus, ob die Gerüchte stimmen. Hier ist er schon. Danke, dass Sie bereit sind, mit uns zu sprechen. Ist es wahr, dass sich hier am Sumpf eine Reihe seltsamer Ereignisse zugetragen hat? Und ist es wahr, dass das Wasser aus unerfindlichen Gründen aufgekocht ist? Unglaublich! Und wie steht es mit dem Gerücht um einen wilden Heimann? Und dass ein Riesen-Oktopus in dem Gewässer haust und Boote und Häuser in die Tiefe reißt? Danke vielmals, dass Sie das bestätigen. Das ist eine Story! Was für eine Puzzlestrippe, was? Egal, ich glaub, was wir brauchen, dann los! Die Ausweise, bitte. Ja. Der sieht größer aus. Wir müssen in Ihren Kontrollraum. Okay, gehen wir. Wer ist das? Nur einer meiner tollen Mitarbeiter. Moment, was soll das? Thank you.
schon besser. Was wäre Lex Luthor ohne mechanische Diener? Viel ruhiger vielleicht. Das dauert zu lange. Geduld, Adam. Wir können das Crime Syndicate nur zusammen besiegen. Stolz ist hier fehl am Platz. Bist du sicher, dass es keinen einfacheren Weg gibt, Luthor? Wenn es einen gäbe, würde ich ihn nehmen. Verschaffen wir uns Zugang zum Empfang. Willkommen bei LexCorp. Bitte nehmen Sie Platz, bis Mr. Luthor zurückkommt. Aber ich bin Mr. Luthor. Sie haben die Sicherheitscodes geändert, um uns auszusperren. Was Sie auch vorhaben, Sie wollen nicht, dass die Welt davon erfährt. Es muss einen Weg vorbeigeben. Vielleicht können wir die Empfangsdame umprogrammieren, damit sie uns hilft. Mehr Verzögerungen? Warum verschwenden wir weiter Zeit, wenn das Crime Syndicate schon längst weiß, dass wir hier sind? Ja, das wissen Sie vielleicht. Aber wenn wir sie erreichen wollen, müssen wir Luthor folgen. Ja, Adam. Bitte gedulde dich. Geduld? Das ist nicht meine Art. Ich nehme mir, was ich will, wann ich es will. Was nennst du die Empfangsdame umzuprogrammieren, damit sie uns hilft, Luthor? Nur ein paar kleine Upgrades, dann ist sie perfekt. Man sagt, dass Genies oft missverstanden werden. Aber ich weiß nicht, ob das hier zählt.
Na bitte, ich wusste, dass es klappt. Nichts fördert die Konzentration so sehr wie ein wenig Tüftelei. Das haben wir. Ultraman, wie vereinbart. Sie gehören dir. Euer sogenannter Freund Lex hat uns gesagt, dass ihr kommt. Er meinte, er könnte diesen Angriff einfach nicht zulassen. Gut gemacht, Lex. Mit meiner Technologie findet ihr, was ihr sucht. Im Gegenzug erhalte ich einen Teil der Erde, wenn ihr fertig seid. Pass lieber auf, Ultralangweiler! Man kann ihm nicht trauen. Also ich bin hier, um zu kämpfen. Aufziehen! Reed, online. Na sowas. Du bist ja einfach herzallerliebst. Er ist wohl kaum für Umarmungen programmiert. Es ist sinnlos, uns herauszufordern. Schmerzrezeptoren aktiviert. Angriff beenden. Das ist unsere Welt. Meine Technologie ist allem überlegen. Es ist sinnlos, uns herauszufordern. Das ist unsere Welt. Einen schönen Tag noch. System beschädigt. Wieder aufladen. Seine Verteidigung lässt nach. Greift an, solange es noch geht. Ahoi! Sucht ihr Sprotten etwas frei? Meine Technologie ist allem überlegen. Hm.
Systeme versagt. Brauche Messerin Baku. Wir brauchen was Schwereres, um ihn zu erledigen. Stimmt, Kumpel. Mal sehen, was wir hier finden. Was ist das nochmal? Oh, stimmt. Ich regel das. Nicht benutzbar? Jeder stößt mal an seine Gedanken. Es ist sinnlos, uns herauszufordern. Er bleibt nicht ewig angeschlagen. Frischling, kannst du ihn neu verkabeln? Sein Krebs. Ich wusste doch, dass Squid nichts als Metallschrott ist. Mich erledigt er nicht so schnell. Wow, so viel zum Teamgeist. Ja, heiß euch Freunden, bla bla bla. Wann die nicht Feiermanns Freund sein wollen. Ihr wollt mich herausfordern? Ihr tut mir fast leid. Habe ich sie erwischt? Jetzt haben wir dich, Hitzkopf! Achtung! Ihr seid mir nicht gewachsen! Glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Zeit zu gehen, Mr. Feuermann. Jetzt wird's heiß hier. Wo bin ich? Das ist unsere Chance. Tut mir leid, dich so auszulöschen. So, jetzt will ich ein Wörtchen mit Lex sprechen. Natürlich, das ergibt Sinn. Nein, nicht anfassen! Du weißt nicht, was du tust. Oh, aber natürlich. Dank eurer Technologie bin ich bald jeden los, der sich meiner Herrschaft über den Planeten in den Weg stellt. Held oder Schurke. Du hast uns alle reingelegt? Ich werde euch schon los. Ganz so, wie ihr die Justice League. Nein! Was tust du da?
Inzwischen haben Sie sicher schon die neuen Planeten am Himmel entdeckt. Wie bitte? Wir schalten live zum Justice Syndicate, um mehr über das Thema zu erfahren. Menschen der Erde, keine Panik. Wir, eure Helden, prüfen derzeit, ob dieser neue Mond, der eure Erde umkreist, eine Gefahr für euch darstellt. Im Moment gibt es keinerlei Grund zur Beunruhigung. Freundlich lächeln. Da hören Sie's. Kein Grund zur Sorge. Wo sind wir, Pupsi? Hinterm Regenbogen? Wie enttäuschend. Oh! Aber was ist denn da drüben los? Sieht ganz so aus wie eine Party. Je mehr, desto lustiger. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Los, feiern wir mit! Fallt nicht zu weit zurück, ihr zwei, sonst wird das verdächtig! Kein Problem, Pupsi! Diese Mächtige an Superman wird hören und fliegen vergehen!